Hallo und herzlich willkommen, servus die Madeln, grüß dich die Burm, hallo die Damen, servus die Herren, wo auch immer ihr uns hört, ob auf dem Waldpfad, ob beim Zehnputzen im Bad oder die Damen bei der monatlichen Radfahrt. Man weiß es nicht genau und es ist mir auch völlig wurscht, wann am Tag, weil es ist immer fein und schön mit uns. Damit ihr das nicht nur von mir da hört, habe ich auch den anderen heraufbeschwört. Oh. Hallo der eine, also heute hast du dich wieder übertroffen. Gratuliere, gratuliere, gratuliere. Dankeschön, Dankeschön. Ich knickse fein und artig und bin geladen bis unter die Haarspitzen. Andere kennen das von den Intervallen, wo das Laktat schon aus den Ohren raussprießt. Mir geht's heute so mit den Big News, die da kommen. Aber bevor wir diese News euch allen verkünden dürfen, gibt's als allererstes einmal, wie ihr schon wisst, ein bisschen Werbung. Mit den Jahresvorsätzen ist das ja immer so eine Sache. Im Jänner nimmt man sich wahnsinnig viel vor und ist wahnsinnig motiviert. Aber irgendwann kommt das Tief und die Motivation lässt einfach nach. Und genau hier dran zu bleiben, ist aber entscheidend, um seine Ziele zu erreichen. Wir vom Entlaufenen Decken Podcast gestalten unsere Routinen deshalb so einfach wie möglich, damit wir gar keine andere Wahl haben, als sie durchzuziehen. Beim Thema Gesundheit und Ernährung gibt es für uns deswegen nur eine Möglichkeit und das ist AG1 von Athletic Greens. Es dauert einfach nicht lang, 60 Sekunden und ich habe meinen Körper unterstützt. Einen Messlöffel in 250 ml Wasser rein, durchschütteln, boom, ich bin fertig, so einfach ist das. Trinken muss ich natürlich auch. Aber apropos Gesundheit. Damit dein Energiestoffwechsel normal funktioniert und du stark ins neue Jahr starten kannst, brauchst du nicht nur ausreichend Bewegung, Sport und Schlaf, sondern auch die richtigen Mikronährstoffe. AG1 unterstützt dich hier eben unter anderem mit Biotin, Kupfer, Niacin und den Vitaminen B12, B6 und C. Und allesamt tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Geh jetzt auf athleticgreens.com/laufenden Decken und teste AG1 von Athletic Greens 90, ich wiederhole, 90 Tage lang komplett risikofrei und unterstütze deine Nährstoffversorgung, um stark ins neue Jahr zu starten. 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln machen AG1 von Athletic Greens einfach unschlagbar. Exklusiv als laufende Decken Podcast-Hörerin erhalte zusätzlich einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 plus 5 Travel Packs für unterwegs dazu, bei Abschluss einer kostenlosen Mitgliedschaft. Gehe jetzt auf athleticgreens.com/laufendendecken. Und da sind wir wieder. Und wenn ihr uns jetzt dann nicht mehr mit Werbung hören wollt, weil es euch denkt, die sind im Reintext noch viel, viel geiler, dann haben wir ab jetzt ein super duper tolles Feature für euch und wollen euch das jetzt da anpreisen, denn nur heute und jetzt und auf alle Zeit natürlich, weil wir werden das auch jedes Mal jetzt wieder sagen, könnt ihr uns auf Patreon unterstützen mit einem Special Tier und dann bekommt ihr diese Folgen auch alle werbefrei und vielleicht das eine oder andere Bonusmaterial oder ein Schmankerl obendrauf. Ist denn das nicht toll? Hast du eine Podcast-Weiterbildung bei so einem, wie heißt denn die, am Fischmarkt, für diese Schreier gemacht und die vollen Übermut dich in diese Folge gestürzt? Beinahe. Ich habe mir neulich wieder Der Preis ist heiß angeschaut und auch den Zonk und habe mir gedacht, die 80er-Jahr-Spiele-Shows waren einfach das Beste, weil da haben sie alles beworben von Dreh ein Rad im Kreis über Hallo, durch welche Tür willst du gehen, bis hin zu meiner allen Lieblingsshow überhaupt. Das war nämlich die Einstiegsshow für Heroin-Junkies, der goldene Schuss auf Sat.1, weil wo konntest du sonst remote jemanden dazu bringen, mit einer Armbrust zu schießen? Also, großartige Show. Das kenne ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Oh ja, sofort nachschauen, das gibt es sicher irgendwo auf YouTube. Also wirklich, das war so die Anfänge des es hat ausgesehen wie die Anfänge der Mechanik. Irgendjemand hat angerufen und hat der Dame mit verbundenen Augen vor Ort angesagt, ob sie mit dem Joystick links, rechts fahren soll, rauf, runter. Und dann war Schuss und dann hat sie mit dieser Armbrust dorthin geschossen. Und wenn sie dann diesen Faden durchtrennt hat, dann ist das Goldsackerl runtergefallen und sie haben, ich weiß es nicht, ein paar hundert D-Mark gewonnen. Großes Kino. Aber weil du sagst, an was ich gedacht habe, bei Damen mit Joysticks sagen, ob sie links, rechts müssen, da gab es diese Fernsehsendung, wo so ein Ball. Ja. Du musst um die Hindernisse herum.
Und da hast du noch links, rechts sein können. Das ist immer schneller geworden. Und dann gab es auch noch die Jugendvariante, den Hugo. Aber da beim Hugo konntest du doch sogar am Telefon spielen, indem du gedrückt hast. Was total geil war für die Menschen, die damals noch eine Wahlscheibe gehabt haben. Die war das ein bisschen deppert. Das war ein bisschen nicht so gut. So, und an was ich gedacht habe, weil du gesagt hast, Vorbild Fernsehshow 80er Jahre, du hättest noch in leicht holländischen Akzent reden können, dann hättest du noch so ein bisschen einen Rudi Carell-Touch reingebracht. Ah, das können wir jetzt sofort nachholen, indem wir sagen, darf ich die nochmal kurz sagen, das war vieles, nur nicht holländisch. Woher soll ich wissen, was holländisch ist? Soll ich mir jetzt jedes Mal in Mann vom Fatboys Run holen in Philipp? Ja, ich könnte mal fragen, ob er das einfach in holländisch immer einspielt mit weiß ich nicht, entweder ein Käse im Mund oder Holzschlapfen im Mund oder wo auch immer, ist mir egal. Bevor das eskaliert, mach einfach weiter und erzähle die große Neuigkeit. Genau, ich erzähle, was es dann sonst noch Tolles und Neues gibt, nämlich ab jetzt da, bing, 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 wir dürfen uns selber beweihräuchern, indem wir sagen und verkünden dürfen, wir sind der offizielle Podcast der World Mountain and Trail Running Championships 2023 in Innsbruck, Stubai. Und das freut uns. Ja, das freut uns sehr. Oh yeah. Wir sind, und das sind wir selten, sprachlos. Oh yeah. Deswegen reden wir einfach mal 10 Minuten nichts, um zu demonstrieren, wie sprachlos wir vor Freude sind. Oh yeah. Ist kaum auszuhalten, oder? Oh yeah. Jetzt werdet ihr sicher Frank Trailrunning, wem, was, wie, wir haben ja schon öfters drüber gesprochen und es immer wieder auch angeteasert und auch schon einige, die vielleicht mitlaufen werden oder auch das Ganze veranstalten werden, schon bei uns im Podcast gehabt und wollten euch erst einmal so ein bisschen einen Überblick geben, was ist die Trail-WM eigentlich, was für Disziplinen gibt es dort und dann, was werden wir dort bei der Trail-WM leisten? Ja, die verschiedenen Strecken, die es denn da gibt, weil es ja eine kombinierte Weltmeisterschaft ist aus Berglauf und Trailrunning, sind eben auch aufgeteilt in diese Sportarten. Anfangen können wir mit dem Vertical. Bevor wir zu den Strecken kommen, das Ganze zieht sich über eine ganze Woche. Also wir sind dann jetzt nicht nur bei einem Tag oder zwei Tagen, sondern wir reden jetzt da wirklich von einer ganzen Woche und zwar vom 6. bis 10. Juni ist das Ganze und du hast über die verschiedenen Tage dann jeweils einen Wettbewerb. Ganz am Anfang natürlich die Opening Ceremony, dann kommen die verschiedenen Wettbewerbe und am Schluss gibt es wieder Closing-Geschichte. Und die Wettbewerbe sind, wie gesagt, das erste, der Vertical. Genau, und wenn ich nochmal eingrätschen darf, damit ich auch einen von meinem Part beim Eingrätschen getan habe. Und man kann es ja schon so wie eine richtige, unter Anführungszeichen, richtige Weltmeisterschaft vorstellen. Also da kann jetzt nicht auch Hans Wurst einfach teilnehmen, sondern das ist wie bei Olympia oder was auch immer. Du wirst vom Verband nominiert, kannst da teilnehmen und deswegen, wie der Peter gesagt hat, dann gibt es ein Open Ceremony. Das ist schon so quasi, wie man das aus anderen Sportarten kennt, die vielleicht schon länger gibt und oder weiter sind in ihrem Tun. Ist es eine ganz, ganz ernstzunehmende und legitime Trail-Weltmeisterschaft. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich wollte nur klar machen, dass das jetzt... Ja, das ist kein Wald- und Wiesenlauf. Und der Hans Wurst und der Joe Wiener, wie er wahrscheinlich in Amerika heißen würde, darf schon mitmachen, aber dazu muss er halt dann auch echt gut sein. Richtig. Und zwar, wenn er beim Vertical mitmachen wollen würde, dann müsste er die 7,3 Kilometer Strecke laufen, die 1000 Höhenmeter hat, das heißt so auf Gach, würde ich mal sagen, ein guter Anstieg. Ein knackiger Anstieg. Es sind 142 Höhenmeter pro Kilometer. Also das ist schon ganz ordentlich. Und um sich doch ein bisschen vorzustellen, also wir sprechen davon 81% Trailanteil, 9% Forst und 10% Asphalt. Die 10% Asphalt sind Anfang. Also um genau zu sein, was
was mich begeistert bei der WM, jetzt schon, obwohl sie noch gar nicht war und ich noch nicht dort war, aber kenne natürlich die Gegend, ist, dass du in Innsbruck startest oder im Stubaital, das heißt, du startest nicht irgendwo mitten im Nix, laufst noch in die Walachei und siehst keinen auf der Strecke, sondern du startest irgendwo im Zentrum, zum Beispiel in Innsbruck, und laufst einmal durch die Stadt. Und dann laufst du erst den Berg rauf und das sind auch meistens Strecken, wo viele Menschen hinkommen können, wo du vielleicht sogar eine Seilbahnaufe hast, also wo die Infrastruktur passt. Also ich gehe davon aus, dass du richtig, richtig Stimmung haben wirst und zwar vom Anfang bis zum Schluss. Und wir haben das schon oft gehabt und deswegen auch Innsbruck schon so als Chamonix Österreichs bezeichnet, weil gerade in Innsbruck selbst dort irgendwie alles da ist, dass du eigentlich ein tolles Event so bringen kannst, dass es nah bei den Leuten ist. Und aus diversen Gründen, weil Innenstadtumbau ist ja der IATF auch in ein Tivoli gewandert und war schon da so mit ein bisschen am Rande der Innsbrucker Gesellschaft, sag ich einmal, und da kriegst du ihn dann halt auch nicht so mit. Wenn der aber wirklich in der Innenstadt losgeht, dann hast du quasi fast keine andere Wahl, als dass du zumindest mitbekommst, dass da was ist, und wenn es dich interessiert, dann kannst du da zuschauen. Und für das ist ja dann auch gedacht, für jene, die nicht mitlaufen ist, ein Spektakel für die Zuschauer zu schaffen. Und wenn man wirklich in der Stadt startet, durch die Stadt läuft und wie du sagst, an Strecken entlang läuft, die leicht zu erreichen sind, dann ist Zuschauen einfach mit Leichtigkeit zu machen und macht einfach jedem Trailrunning-Fan, glaube ich, Spaß. Ja, und jetzt bei dem Berglauf, also beim Vertical, kürzeste Strecke, startest du in Neustift und laufst dann halt einmal quasi durchs Dorf durch und da kannst du dann einmal positionieren, da kannst du ein bisschen sortieren, weil es ist auch schwierig, wenn du irgendwo rauslaufst, erste Kurve links, Single Trail, das ist gar nicht so lustig, wie man meint, sondern es ist gut, wenn es einmal ein bisschen breiter ist und dann wird das Ganze sich mal zusammensortieren und dann sieht man weiter und dann geht es gleich direkt rauf auf den Trail-Anteil und geht hoch bis zur jetzt muss ich suchen, wie das ganze Ding heißt. Na, wo ist denn das Ziel? Jetzt finde ich es nicht. Bergstation, Elfa, Panoramabahn. Dort geht's rauf, damit ihr das auch findet. Was gleichzeitig auch wieder für die Zuschauer super ist, weil mit der Panoramabahn kann man halt rauffahren, was natürlich cool ist. Oder man kann sie irgendwie noch ein bisschen weiter nach unten positionieren und kann die Läufer noch zuschauen, wie sie halt wirklich da rauftigern. Und ich empfehle wirklich jedem einmal so ein Bergrennen, also so einen Berglauf sie anzuschauen. Am besten, wenn man, was weiß ich, ab der Hälfte rauf gelaufen ist oder wie Normalsterbliche wie wir das machen, rauf geht und dann sie anschaut, wie schnell das die Profis das, was du gerade raufgegangen bist und zum Schwitzen gekommen bist, rauflaufen. Ja, das ist schon brutal. Ich glaube, so nah wird man dann auch dem Profis wahrscheinlich im letzten Drittel des Rennens auch nie wieder kommen, weil üblicherweise ist man da meistens selbst unterwegs und dann ist man ganz weit, weit hinten. Ja, also normalerweise kommst die Profis kurz vorm Start einmal unter und dann nimmer. Was das auch schon. Das war's dann wieder. Du kannst dann winken, wenn es bei der Siegerehrung ja sind. Ja. Genau. Und als nächstes gibt es dann den Trail Short. Eine Sache noch. Ja. Das ist aber bei allen Strecken so. Und zwar, es gibt einen durchdringenden Livestream. Das heißt, du kannst entweder auf der Strecke sein, und dort halt schauen, wo es gerade steht. Aber du kannst natürlich auch irgendwo beim Start sein, Ziel sein, daheim sein, wenn es dann dem Tag oder in der Arbeit sein, und per Livestream zuschauen. Und ich bin sehr stark davon überzeugt, dass das wirklich gut funktionieren wird, weil das hat auch schon beim IATF wunderbar funktioniert. Und es gibt natürlich immer die eine oder andere Herausforderung in schmalen Tälern oder wenn der Empfang nicht so toll ist, aber ich bin sehr stark davon überzeugt, dass sie das gut hinkriegen werden. Da möchte ich mich noch mit zwei anderen Dingen unterbrechen. Einerseits, weil du auch den IATF angesprochen hast, das verbindet sich auch gut, weil das Wochenende vor der Trail WM
findet der IATF statt. Das heißt, wenn man sich überlegt, ja, na, will ich vielleicht zuschauen kommen, aber ich möchte sportlich auch ein bisschen selbstaktiv sein, kann man schon das Wochenende davor anreisen, gar einmal beim IATF mitmachen, sich so aus dem Leben schießen, dass man die nächste Woche eh nicht so viel sich bewegen kann, dann kann man einen der vielen der Busse nehmen, wo man einfach ausspringen kann. Na komm, sag's nochmal. Es war einfach zu schön. Hon off. Nein, ich krieg's irgendwie nicht hin. Hop off. Ja, da geht's auch echt. Alter. Und da habe ich noch nichts getrunken. Genau, und die kann man nehmen. Das ist das Problem. Kann man nehmen, kann sich was eine super Stelle aussuchen, kann einfach Trailrunning pur genießen. Das wollte ich noch sagen. Der Trail Short. da sprechen wir dann von 44,6 Kilometer mit über 3000 Höhenmeter, also auch ordentlich knackig. Und da genauso, Trailanteil 85%, 2% Forst und 13% Asphalt. Also der startet in Innsbruck und da musst du halt irgendwie zum Berg hin. Genau, und da warst du ein bisschen Asphalt, aber ansonsten ist alles Trail. Und da gibt es dann eben die Hop-On, Hop-Off-Busse, mit denen du dann zu ausgewählten Stellen kommst und dort halt dann den Profis bei ihrer Arbeit zuschauen kannst. Ja, und das wird auch für die Leute, die davor beim IATF gelaufen sind, auch ganz spannend sein. Also wenn ihr beim IATF jetzt da eine der längeren Strecken in Angriff nehmt, also die 85er, glaube ich, geht dort vorbei, müssen wir jetzt nochmal nachschauen, aber dort geht es jetzt nämlich beim Trail Short beim Höttinger Bild vorbei. Und das Höttinger Bild ist beim IATF auch der Part, wo es einmal richtig steil durch den Wald runter und wieder rauf geht. Und das ist sicher auch ganz spannend, einmal zuzusehen, wie man den Part in flott machen kann. Nicht in langsam. Genau. Und dann gibt es halt dazwischen auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich bin jetzt nicht in Innsbruck, sondern also ich schaffe es vielleicht nicht hin oder ich kann es später schauen. Du kannst einen Krane bitten. Zuschauen kannst, es geht durch Birgitz durch und geht dann über die Mutterer Alm weiter ins Stubetal und es endet dann in Neustift im Stubetal. Also dort, wo beim Vertical der Start ist, ist dann das Ziel vom Trail Short. Also eine ziemlich coole Strecken, wenn ich es mir so anschaue. Also ich muss sagen, da bin ich sehr gespannt schon, was wir von Beteiligten dann erfahren, wie sie auf diese Strecken kommen sind und wie sie die designt haben. Da wärst du auch gerne ein Profi, he? Da musst du noch ein paar Jahre mit dem Trainer trainieren. Ja, dann bin ich aber der M50 und dann kann ich nur mehr bei der Masters starten. Ich meine, weil so schnell wäre dann nicht mehr. Egal. Egal. Ja. Und am dritten Tag... bin ich nur mehr ein weißer alter Mann. Richtig. Am dritten Tag gibt es dann die längste Strecke. Das ist dann der Trail Long. Da sprechen wir dann von 85,6 Kilometer mit über 5500 Höhenmeter. 6000 runter. Genau, und da auch 73 Trail, 12 Forst, 15 Asphalt. Der startet in Neustift. Genau. Und da gilt dasselbe. Also das ist dann am dritten Tag genauso Hop-On, Hop-Off-Busse, kann sich an den wichtigen Punkten kann man dann halt eben zuschauen. Livestream alles. Genau. Geile Sache. Genau. Geile Strecke. Der ist lustigerweise endet dann in Innsbruck. Also da ist dann das ganze Stück, was man beim Vortag in die andere Richtung hat, mit Höttinger Bild und dann nach Innsbruck haben die Leute dann in der umgekehrten Reihenfolge. Und es ist auch die ganze Gegend, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte nicht den ganzen Tag zuschauen oder ich schaue mir nur eine Passage an, gibt es auch wirklich coole Venues, wo du hinfahren kannst und dann dort einmal ein bisschen wandern gehen kannst oder spazieren gehen kannst und ein bisschen Family-Programm auch machen kannst. Also wenn du sagst, ja, ich sitze jetzt nicht den ganzen Tag vor dem Livestream, sondern ich schaue mir nur, weiß ich nicht, einmal ein kurzes Stück hier, ein kurzes Stück da an, dann würde ich das empfehlen, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt da irgendeinen von den längeren Bewerben, weil dann kann ich dazwischen tatsächlich ein bisschen Fun machen und ein bisschen, keine Ahnung, irgendwie Rahmenprogramm genießen oder spazieren gehen und dann mir, was weiß ich, in Zielanlaufnahme anschauen.
Ja. Und dann gibt es noch den Mountain Classic und der ist ganz lustig, weil da gibt es Junioren und Elite. Und da gibt es zwei Runden, bei den Junioren eine Runde, Elite zwei Runden. Der ist gar nicht so lang, weil der hat, wenn ich mich jetzt nicht täusche, die erste Runde, die Junioren machen müssen, hat 6,7 Kilometer mit 73 Höhenmeter. Ja. Und die zweite Runde, mit, die dann nur für die Elite ist, sind 7 Kilometer mit 377 Höhenmeter. Genau. Und das ist ganz, ganz witzig, weil der startet und endet bei der Hofburg in Innsbruck, also genau mittendrin, geht dann rauf wie nennt man das da oben, Grammartboden. Das ist ein relativ steiles Drum, das da rauf geht. Und dann auf der anderen Seite runter. Und das machen sie aber zweimal. Und ich glaube, das wird ganz, ganz spektakulär. Vor allem, wenn du diesen Anstieg, weil 370, 400 Höhenmeter auf 7 Kilometer ist nicht nix, weil du hast das ja nicht auf 7 Kilometer, sondern du hast das ja auf der Hälfte. Ja. Und da bin ich schon gespannt, weil bei der zweiten Runde dieser Anstieg auf, weiß ich nicht, sind das 3,5 Kilometer, noch einmal 400 Höhenmeter rauf, der wird schon wehtun. Da spritzt das Laktat aus die Oberschenkel raus. Oh ja. Aber ich glaube, was da noch so ein bisschen die Besonderheit ist, dass vorm Goldenen Dachl gibt es einen künstlichen Trail, das heißt, die Innenstadt wird, da wird der Asphalt ein bisschen weggenommen und vertrailisiert, einfach nur um eben wieder das Geschehen den Leuten näher zu bringen, aber trotzdem dem Ethos Trail irgendwie treu zu bleiben und das Spektakel einfach hochzuhalten. Genau. Genau. Und in Anlehnung an die Rad-WM geht der Rundkurs auch über die Hölle. Genau. Also eine sehr markanter Streckenabschnitt, den man quasi da auch noch erleben kann. Und wenn man die Rad-WM auch verfolgt hat, dann kann man sich das Ganze mal anschauen, wie das dort so ausschaut. Zusätzlich gibt es natürlich im Vorprogramm, wenn man es als Vorprogramm titulieren will, erstens das Innsbruck Alpine Trail Festival plus eben schon Expo, also auch Souvenir-Gadget und Klamottenjäger oder Schuhtestmenschen, jeder, der sagt, ich möchte mir für die Saison irgendwas Neues, Geiles kaufen. Die Expo geht eigentlich vom 1. Juni, glaube ich, bis 10. durchgehend. Also du hast wirklich die ganze Zeit richtig was los. Es wird auch viel Rahmenprogramm geben. Der 1. bis 4. Juni ist IATF. Dann Dienstag Eröffnungsfeier am Abend, dann eben Vertical, Trail Short, Trail Run, Samstag dann Mountain Classic und Abschlussfeier. Man kann natürlich noch viel näher dabei sein, wenn man jetzt sagt, hey, ich mache Volunteer dort, das suchen sie auf jeden Fall noch. Also wer wirklich mal hautnah bei so einem Event dabei sein will, das ist die Chance. Und wir dürfen auch die ganze Woche, und das ist jetzt da wirklich ein Unikum für uns auch, dass wir sagen, wir begleiten einen Wettbewerb nicht nur, wenn wir dabei sind, sondern wir fahren hin und begleiten das die ganze Woche. Das heißt, wir sind die ganze Trail-WM-Woche und Trail- und Mountainrunning-WM-Woche in Innsbruck und werden täglich berichten, nicht nur einmal in der Woche. Richtig, richtig. Wir werden bis zur WM unseren Fokus vermehrt auf WM-Teilnehmer oder versuchen, auch einen Blick hinter die Kulissen zu geben, bis zu einem gewissen Grad. Ohne dass alle von euch wussten, haben wir das schon getan. Wir haben einen Alexander Bittel da gehabt. Wir haben schon viele dabei gehabt, die auch was mit der WM zu tun haben, in einer oder anderen Funktion. Das werden wir jetzt bis zur WM verstärkt machen, um euch das einfach vorzustellen, die Leute näher zu bringen und euch, was ich halt wirklich spannend finde, halt auch schauen, dass wir Leute erwischen, die irgendwie Teil der Organisation sind, damit wir da einen Blick hinter die Kulissen haben. Ich denke mal, Teilnehmer sind super und super spannend, aber ich glaube, was man halt von was man weniger hört, ist dann irgendwie, wie baut man so eine Strecke, wie organisiert man sowas, und das ist das, was wir auch bieten wollen. Und dann zusätzlich, wie der Peter gesagt hat, dann vor Ort berichten einfach und während der WM täglich Podcasts produzieren. Genau,
Also Alex Birtl Folge, hört es euch an, das ist die 177, da haben wir schon ein bisschen Preview gegeben. Wir hoffen, weil ich glaube, der ÖLV hat zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nominiert. Ich hoffe, dass wir auch von irgendeinem Verband jemanden vors Mikrofon bekommen, damit wir über diese Nominierungsgeschichte auch etwas hören, weil das ist in verschiedenen Ländern wird das sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt. Von wir schauen, dass wir möglichst viele gute Leute hinbringen, bis hin zu völlig undurchsichtigen Nominierungen. Da bin ich auch wirklich drauf gespannt, wie sowas überhaupt vonstatten geht, weil ich glaube ja nicht, dass irgendein Verband dort sitzt im stillen Kämmerlein und sagt, heuer machen wir es ganz besonders böse, sondern es wird da irgendeinen sinnvollen oder zumindest nachvollziehbaren Grund geben, warum Menschen irgendwie entscheiden. Ich hoffe das zumindest meistens, weil wir gehen zum Beispiel davon aus, dass der Hannes Namberger, den haben wir in Folge 168 bei uns gehabt, also wenn der nicht am Trail Long unterwegs ist für Deutschland, dann ist einmal irgendwas falsch gelaufen. Die Ida-Sophie Hegemann bin ich auch ziemlich sicher, dass sie laufen wird, weiß ich aber nicht. Ich glaube schon nominiert, wenn ich es richtig jetzt mitbekommen habe, ist die Rosanna Buchauer für Deutschland. Das wird auch spannend. Gehe davon aus, dass für Österreich am Trail Long der Flo Grassl zum Beispiel läuft, wissen wir aber nicht, den hatten wir auch schon bei uns. Genau, und da haben wir auch schon drüber gesprochen in der Eiger 250 Folge, ganz am Schluss hat er kurz über die Trail WM gesprochen. Genau, weil er ist gleich wie die Ida-Sophie Hegemann auch ein Ambassador von der WM. Also sprich, er ist auch eines der Gesichter, die das Ganze nach außen tragen dürfen. Und das glaube ich auch mit sehr viel Begeisterung tun, weil es ist halt schon ein Heim-WM. Und es ist halt schon ein bisschen geil in die Alpen. Also da kann man jetzt da auch nichts sagen. Und so toll, dass ich in Thailand auch gemacht haben, aber was wir derzeit so mitbekommen haben, ich glaube schon, dass Innsbruck da nochmal ein Schipperl drauflegt und dem Ganzen noch eine ganz neue Dimension gibt. Und ich glaube, das kann halt echt, echt geil werden. Und wir werden sicher noch den einen oder anderen Athleten, die eine oder andere Athletin aus dem Hut zaubern, die da gerade aus dem deutschsprachigen Raum startet. Mal schauen, wen wir da alles so vors Mikrofon bekommen. Und im Zweifelsfall passen wir es einfach vom Start ab und sagen, so, Schuchbandel zusammenbunden, du kommst zum Interview, sonst wird nicht gestartet. Und jetzt kann ich es ja sagen. Dass der Peter so trainiert, war nur ein aus langer Hand geplant, damit bei der Trail WM der Peter im Laufen ein Interview geben kann. Nichts mit ITRA-Punkte oder sonst irgendwas. Es ging nur darum, dass der Peter so eine Stunde mit den Profis durchhält, ohne dass er vollkommen links die Kamera ist. Rechts ist im Mikrofon. Richtig, damit er die interviewen kann, falls wir es vorher nicht fürs Mikrofon bekommen. Das ist 3 Jahre jetzt in der Planung. Im ersten Downhill. Hey, Nambo, was ich dich immer schon mal fragen wollte. Blöd ist nur, wenn du ihm davonläufst, aber ja, da hast du ein bisschen zu viel trainiert. Nein, ja, wobei, wenn, beim ersten Anstieg, beim ersten Downhill, wenn man da davonläuft, dann könnte man das sagen, das ist wie beim Marathon, ein Pacer, der schnell angeht. Blöd ist dann, wenn du das bis zum Ziel durchhältst. Ja, dann hat er, aber das spricht ja noch wiederum für den Trainer. Ja, also dann würde ich jeden Hut ziehen, den ich mir zuvor noch kaufe. Oh ja. Und wir wollen halt zusätzlich rundherum, wie du schon gesagt hast, Veranstalter bringen. Schauen, ob wir vom Streckendesign jemanden bekommen. Vielleicht jemanden von der Region zu uns kriegen, weil ich glaube, das ist jetzt für Innsbruck und das Stubaital ist es schon auch ein richtiges Renommee und was ich richtig sagen kann, schaut's, große Sportereignisse, Sommersport, Trail, Laufen und so weiter ist schon auch was auch bei uns quasi ein gutes Zuhause findet und wo wir das Ganze unterstützen. Also ich bin da sehr gespannt, was wir da alles vors Mikro kriegen. Ja, und wir für uns haben wir uns ja immer an die Fahne geheftet, dass wir ja den Trailsport, der in Österreich viel vorhanden ist und glaube ich ganz viel da ist, aber viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, dass wir den ins Rampenlicht drücken
Und welche bessere Gelegenheit gibt es da, als eine WM im eigenen Land dazu zu nutzen, um das Rampenlicht noch größer zu machen? Und deswegen war es für uns einfach ein, wie sagt man heute so schön auf Neudeutsch, ein No-Brainer, dass wir da dabei sein wollten. Ja, und No-Brainen können wir. Richtig. Und einfach zeigen, wie erstens in Österreich eine Trail-WM veranstaltet werden kann und wie geil das einfach ist. Also das ist, da haben wir keine 2 Sekunden überlegt und haben gesagt, da sind wir dabei. Jupp, das ist prima. Das ist prima. Ja, das ist prima, da sind wir dabei. Also da könnt ihr euch auf was gefasst machen. Wir werden nochmal in uns gehen, wie wir es ganz genau aufbauen werden, wie wir das Ganze hinkriegen können, weil wir wollen natürlich nicht nur quasi Standard Zweiergespräche machen während der WM, sondern wir wollen natürlich auch schauen, dass wir da richtig coole Interviewpartner vor Ort kriegen, dass wir vielleicht einmal das eine oder andere euch vor Ort auch zeigen können. Schauen wir mal, was wir hinkriegen mit unseren bescheidenen Fähigkeiten in allen Bereichen. Ja. Was wir können, ist deppert reden. Wir versuchen, wie wir der WM einen Vorteil bieten können, indem wir einfach deppert mit den Leuten reden. Ja, also, ich denke mal, was der eine oder andere Reporter in Österreich so hinkriegt oder Übersetzer, da sind wir dabei. Und wir versuchen halt auch Mehrwert zu geben, der jetzt über, ich meine, für Livestream und alles, das macht der Veranstalter eh selbst und das die machen das einen super Job. Und wir versuchen einfach noch ein bisschen mein Hintergrundwissen zu geben, das die Hintergründe zu beleuchten und einfach auch dann vielleicht auch einen Einblick zu geben, den man aus Film und Fernsehen sonst nicht kennt. Ja, weil also das Medium Podcast dafür einfach geeignet ist, weil, ich sage jetzt mal, im Stundengespräch kann man viel mehr in die Tiefe gehen als in einem 5-Minuten OF-Interview. Da kann der beste OF-Reporter jetzt nicht die tiefsinnigsten Fragen stellen. So weit muss ich ihn dann zumindest ganz kurz verteidigen. Man kann schon depperte Fragen stellen, sie tun es teilweise auch, aber natürlich in der Kürze der Zeit ist das nicht möglich und wir beim Podcast haben da einfach ganz andere Möglichkeiten. Naja, man stellt dir vor, dort läuft einer bei diesem Mountain Classic dann die 2. Runde und der Reporter fragt ihn bei der Hälfte, wenn er nicht unter die Top 7 ist, ob das überhaupt noch Sinn macht, dass er da jetzt nochmal rausgeht. Du hast da viel zu viel von Vermeulen abgeschaut, hä? Da könnte es halt dann sein, dass der sagt, das ist die nächste depperte Frage. Vielleicht. Das war bei Sky Reporter und KOF Reporter. Stimmt. Nur. Ja, aber da wird er, oder er sagt dann drauf, naja, hochgewinnen wäre es nimmer heute. Das war der OF. Das stimmt. Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch, wenn ihr irgendwie Anmerkungen sonstiges dazu habt. Ihr kennt die Kanäle, wo ihr uns kontaktieren könnt und wir euch ignorieren können. Also, gebt uns Spaß. Bescheid. Alles, was ihr uns an Feedback gebt, an kontakt@le-podcast.at oder auf Instagram oder auf Facebook. Oh, macht das auf Instagram, Facebook schauen wir nicht immer, aber manchmal schon. Was wir auch noch lose im Gespräch sind, was wir nur ein bisschen anteasern wollen, ist, nachdem wir natürlich jetzt die ganze Woche in Innsbruck sind und jetzt bis auf wir sind dort und machen Interviews und schneiden die vielleicht und solche Zeug nicht viel zu tun haben und wir doch auch uns ganz gerne bewegen. Also kann es durchaus sein, dass wir den ein oder anderen Läufchen machen und euch bitten, mit uns mitzulaufen. Also ja, das ist durchaus im Gespräch. Wie gesagt, nagelt uns noch nicht so fest und auch noch nicht an genaue Daten, aber es ist auf jeden Fall was, wo man sich denken, wenn wir schon dort sind und ihr vielleicht auch dort seid, warum nicht? Erstens, kommt hin und zweitens, begleitet uns, wenn wir das tun, bei den Community Runs. Das ist sicher ein Spaß und das würde uns auch sehr freuen. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen habt, Feedback habt, zu Interviewpartnern, ihr sagt, das mit dem Hintergrund würden wir gern den und denjenigen nochmal hören oder könntet es nicht, wenn aus dem Bereich sowieso bringen. Wir können euch nichts versprechen jetzt da. Aber gebt uns das und wir werden schauen, ob wir es recherchieren können, vor das Mikro bringen können. Keine Ahnung. Also wir sind da voll dabei. Was wir euch versprechen können, ist, dass wir uns bemühen werden. Ja. Ja, das ist. Bemühen das werden, stimmt. Dass wir diesen Wunsch nachkommen. Ja.
Und je nachdem, wie erfüllbar das er ist, ja. Ja, sorry, deswegen sage ich bemühen. Außer der Wunsch ist, dass wir schwimmen. Nein, also ich meine, also gut, das sind wir nicht bemühen, aber das ist hirnrissig. Also, ja, das gehört ja einfach nicht. So einen Wunsch würde ich bei Facebook und Instagram und Co. gleich als Spam melden. Ich glaube eher als Hate Speech. Der Hate Speech ist gut. Und Fake News. Definitiv Fake News. Schwimmen ist nur ein Ding der Echsenmenschen. Das gibt es eigentlich gar nicht. Ich will ja nicht sagen, es waren Aliens, aber es waren Aliens. Es waren Echsenmenschen. Echsenmenschen. Ja. Baden die nicht auch in diesem komischen Blut von Kindern? Wie war das da? Das sind andere. Das ist die QAnon-Seite. Ah, fuck. Es ist so kompliziert, so einen Überblick über diese ganzen Verschwörungstheorien zum behalten. Ja, das ist einfach, du bist da viel zu wenig schlau dafür. Ja, aber ich glaube, es gibt da eine sehr schöne Übersicht über diese Verschwörungstheorien, so ein bisschen so ein Kreisdiagramm, wo man sieht, wie was zusammengehört und was du sein musst, damit du dem oder dem angehörst. Ich will nicht der Podcast Geschichte sein, der Informationsblätter über Verschwörungstheorien weitergibt. Einfach, kommt zur DrailWM, scheißt auf Verschwörungstheorien, lauft mit uns, habt Spaß am Sport, gut ist. Und bringt euren Aluhut mit. Apropos Aluhut. Oh ja, sehr schön. Weil dir sicher auch im Jänner, am 7. Jänner, ganz viel kalt war und du deinen Aluhut zu Hause vergessen hast, bist du ganz schnell gelaufen. Oh, ja. Well. Stimmt, das haben wir ja noch gar nicht gebracht. Da haben wir ja nochmal News. Richtig. Du bist nämlich zusammen mit Freund des Podcasts, dem geliebten Triathlon-Basti. Ja. Gemeinsam beim Vienna Winter Trail gelaufen. Das ist korrekt. Und hast Vienna da einen Winter rausgehauen, dass ich nochmal hier in offizieller Stelle sagen muss, Chapeau, mein Freund, Chapeau. Dankeschön. Es war sehr schön. Der Vienna Winter Trail, falls das euch noch nicht sagt und ihr aus der Gegend kommt oder im Winter, also so kurz nach Weihnachten, Silvester in der Gegend. 7. Jänner, sag's nicht so kompliziert, 7. Jänner. Ja, dieses Jahr war er, aber er ist nicht immer am 7. Jänner. Er ist immer so am 7. Jänner rum. Ja, genau. Geht's einfach immer am 7. Jänner da hinten, ist total geil. Nein, aber sonst dort ist. Kurz nach Weihnachten, Silvester, sei nicht so kompliziert, 7. Jänner. Ja. Erstes Jännerwochenende. Auf alle Fälle ist der Vienna Winter Trail in Wien, der geht weg von der Maaswiese und dann geht er Richtung Kobenzl und wieder retour. Die ganze Strecke sind 24 Kilometer, die halbe Strecke 12. Es ist ein Paarlauf, das heißt, du darfst gar nicht alleine starten, sondern du bist immer zu zweit unterwegs und du musst immer in Sichtweite oder wie wir es gerne nennen, in Riechweite sein. Das ist auch ungefähr gleich weit. zumindest auf der zweiten Hälfte. Richtig. Und normalerweise ist das Ganze relativ schnell ausverkauft gewesen. Die letzten paar Jahre haben das jetzt leider ein bisschen durcheinander geworfen wieder. Aber ich gehe davon aus, dass das auch mit übernächsten Jahr wieder zur Stärke findet. Ist von den Machern vom Wind rundum und um. Wir hatten es, glaube ich, auch schon in der Folge vom Vienna Trail, haben wir es, glaube ich, mal angerissen. Genau. Es ist ja, genau. Ja. Das sind zwar verschiedene Veranstalter, aber auch der Vienna Winter Trail ist sehr cool. Und ja, da bin ich mit dem Basti gelaufen und sind die 24 Kilometer gelaufen mit 800 Höhenmetern ungefähr. Ungefähr, ja. Und unsere Zielzeit war, wir haben gesagt, 2 Stunden würden wir gerne schaffen. Also wenn wir richtig ambitioniert das angehen und wir haben einen Probelauf vorher gemacht, also eine Hälfte, haben wir gesagt, ja, die 2 Stunden könnten sie ausgehen, aber da hast schon ordentlich aufs Gas drücken. An dieser Stelle, der Basti hat dann den Garmin Pace Partner, Pacing Bot, keine Ahnung, wie das Teil heißt, verwendet. Das hat er auf eine Zielzeit eingestellt und der gibt er dann vor, wie schnell du welchen Abschnitt laufen musst, angepasst ans Gelände. Ist einerseits ganz geil, andererseits, wenn ihr dieses Teil einsetzt, Obacht, wenn ihr die Anstiege
in der Intensität und Geschwindigkeit durchprügelt, wie das Teil sagt, macht's nicht mehr als 3 Anstiege. Also der hätte uns bergauf wirklich nicht an der Schwelle, sondern weit drüber aufgejagt. Ja, der weiß halt auch nicht, der kennt halt das Gelände nicht, der kennt die Steigung und ja. Ja, aber die Steigung läuft nicht in der Geschwindigkeit. Bergab haben wir es dann immer wieder eingeholt, lustigerweise. Also wir sind am Ende, sind wir ins Ziel gekommen mit 1,59 nieder, glaube ich, oder 1,58 hoch, weiß jetzt nicht. Das heißt, wir haben eine Punktlandung hingelegt, aber die Geschichte mit diesem Pacing-Buddy, man muss ein bisschen aufpassen. Also wenn man es die ersten 2-3 Mal macht, probiert es nicht als Kaltstart, sondern macht es in einem Trainingslauf. Ja, das, aber es ich glaube, wenn man es dazu benutzt, dass es einem ungefähr ein Gefühl gibt, dann ist es okay und dann weiß man auch, dass man vielleicht ein paar Minuten wieder bergab einholt oder so. Ja, irgendwie. Aber darum sage ich ja, beim Trainingslauf einmal testen, dass man weiß, okay, wie rasch kann ich ihn einstellen, wie steil oder wie viel kann ich bergauf verlieren, dass ich eh wieder reinhole beim Bergablaufen. Und ja, ansonsten muss ich sagen, gut an der Schwelle, eigentlich gut kontrolliert, aber schon flott gelaufen das Ganze. Das heißt, selbst wenn wir uns richtig bemüht hätten, also richtig bemüht im Sinne von all out gehen, ja, 2, 3, 4 Minuten wären vielleicht noch gegangen. Wir sind Zweiter geworden mit 4 Minuten Rückstand. Aber die 2, die vor uns waren, also der Vadim und der Torben, ich gehe davon aus, dass wenn wir 4 Minuten alles rausgeholt hätten, dann hätten sie halt nur eine halbe Minute draufgekriegt. Ja. Also die hätten es schon noch drinnen gehabt im Tank. Die waren sind nicht richtig, richtig, richtig stark. Ja, wir waren jetzt nicht weit hinten und ich glaube, sie waren auch recht an der Grenze, aber es war halt, sie waren an dem Tag einfach um ein Eizerl besser. Ja. Ansonsten war es gut. War zufrieden, weil wir waren knapp unter einem Fünferschnitt und mit 800 Höhenmeter ist ein Fünferschnitt auf 24. Okay. Ich bin sprachlos zum zweiten Mal in diesem Podcast. Das ist gut. Das ist kommt auch nicht oft vor. Na, genieße es. Ja, ich genieße es sehr. Ich glaube, die Richtung stimmt. Und irgendwie es zeigt, dass das Krafttraining seine Wirkung nicht verfehlt hat. Ich habe ihn passt eh nicht auf die Drohung. Du brauchst auch fürs Rauflaufen Kraft, mein Freund. Na, da wird man nur schwerer und dann ist es viel schwerer ja, rauflaufen. Bist du eigentlich schon Cornetto geworden? Jo. Zeig einmal her die Muskeln. Ein Cornetto Heidelbeer. Zeig einmal her die Muskeln. Zeig einmal her deine Ohren. Bist du narrisch? Der Pullover, der zerplatzt ja schon. Oh ja, und dabei ist es so ein Hoodie. In XXL. Ja, na, ich muss sagen, ist gut gegangen. Es funktioniert auch auf die kurzen Einheiten noch ganz gut, weil jetzt ist ja gerade die Crosslauf-Serie, die Wiener Crosslauf-Serie, und die funktioniert auch sehr, sehr gut im Rahmen meiner Möglichkeiten, wohlgemerkt, weil es funktioniert gut, dass ich dort in einem, weiß ich nicht, 4-Niederschnitt herumgurk. Aber wenn man anschaut, wer sonst noch läuft, und es läuft halt jetzt bei dieser Serie dieses Jahr zum Beispiel der Mario Bauernfeind mit. Und letztes Mal sind gelaufen auf die 10 Kilometer der Mario Bauernfeind unter Dominik Stadelmann, also zwei der schnellsten Marathonläufer, die wir in Österreich momentan so haben. Wieder Mario mich das zweite Mal überrundet hat. Nicht so jetzt geil. War jetzt dann nicht ganz okay. Ja, aber das ist halt nochmal Elite, da bist du halt da schon nochmal ein Eckhaus weg, da fehlt da schon nochmal ein ganz ordentliches Batzerl, das würde ich dann jetzt auch nicht überbewerten. Nein, es war aber, und es war zusätzlich auch wirklich spannend und gut anzusehen, wie schnell und wie elegant quasi diese 9,3 Kilometer wirklich dort durch die Gegend fetzen, weil die sind ins Ziel kommen, also im Vergleich 9,3 Kilometer und ich war jetzt da nicht langsam für meine Verhältnisse und bin mit 39,18 ins Ziel gekommen.
was jetzt da ein bisschen über den Viererschnitt ist, glaube ich, ja. Und die zwei sind ins Ziel gekommen mit 30,59 und 31,6. Ja. Auf 9 Kilometer sub 31. Cross im Schnee mit Spitzkern, Heuballen und Baumstämmen. Echt jetzt? Ja, kannst du das machen. Es ist halt sehr spannend, den Leuten, den Profis beim Laufen zuzuschauen. Das ist wahr, das ist wahr. Und vor allem, wenn man, ist es, aber ich muss sagen, wer die Chance hat, so, solche Crossläufe zu machen, wo auch wirklich gute Leute unterwegs sind, macht es das, weil das sind die Strecken einmal so kurz, dass ihr dann auch wirklich zuschauen könnt. So wie wir vorher gesagt haben bei der Trail-WM, wo du zuschauen kannst, wie Profis laufen. Dort hast du einen kurzen Kurs und du siehst einmal selber den Vergleich auch, wie du laufst und wie der andere läuft. Auch von der Geschwindigkeit, her, ja. Was da nochmal für ein Unterschied drinnen ist, wo du denkst, puh, ich bin schon bei einem 178er Puls und der huscht an mir vorbei, als ob ich irgendwie mit einem Zementsack am Rücken umeinander hupfen würde. Ja. Also ich höre heraus, dein Training funktioniert, dein Training ist geht in die Richtung, in der du das, in der du ganz zufrieden bist, und ja. Jetzt vor allem zieht der Trainermann das Training auch an und jetzt, da sind wir glaube ich wieder so um den Dreh, 80 Wochenkilometer vielleicht, so irgendwas in die Richtung. Das geht und solange das beinmäßig auch noch geht und arzttechnisch nicht so dramatisch wird oder nicht dramatischer wird, würde ich jetzt mal sagen, kann man das schon ganz gut lassen. Aber ich kann dir das in den nächsten Wochen sagen, weil wenn ich jetzt in den Trainingsplan schaue, haben wir dann irgendwann einmal so 90, 95 Kilometer auch im Trainingsplan einmal stehen. Und dann wird sich so mal zeigen, wie das so ausschaut. Naja, musst du etwas tun für dein Dasein. Ja, ja. Muss man mal ein bisschen laufen, gell? Muss man ein bisschen gescheit laufen. Muss man mal ein bisschen laufen, das stimmt. Ja. Bin ja schon gespannt. Jo. Und bei dir, ich habe gehört, du bist auch schon langsam wieder im Training angekommen. Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, dass wir hatten ja das letzte Mal darüber gesprochen, da hatten wir den Trainer Anfang des Jahres vor Mikrofon, da habe ich noch gemeint, dass ich es die letzten Tage ganz gut hinbekommen habe. Dieses Momentum konnte ich vorführen und habe das ehrlich gesagt jetzt wirklich gut hinbekommen. Am Anfang habe ich mir schon gedacht, ich weiß ja, dass alles wieder zurückkommt, aber wir waren dann auch irgendwann Anfang vom Jänner laufen und ich habe da gesagt, dass mein Dauerlauftempo sicher eineinhalb Minuten höher ist als das, was ich sonst so gewohnt war. Aber ich komme langsam wieder zurück. Also ich hatte dann letztens auch schon wieder einen Dauerlauf deutlich unter 6 Minuten den Kilometer. Mhm. Also da merkt man, dass das sich wieder findet. Nein, ich bin da recht positiv. Ich muss zwar manchmal durchs Jungvater sein halt irgendwie die Einheiten ein bisschen hin und her schieben, aber diese Freiheiten habe ich, beziehungsweise schrägstrich nehme ich mir einfach raus, ohne großartig zu fragen. Und so kriege ich summa summarum alles irgendwie derzeit unter. Außer heute am Tag der Aufnahme habe ich jetzt meinen Lauf nicht mal zu Zenit ausgegangen, aber vielleicht lasse ein, zwei Einheiten eine Einheit in der Woche mal nicht klappen, aber das, mit dem bin ich eigentlich sehr zufrieden, weil solange ich da irgendwie 95% hinbekomme, bin ich eigentlich glücklich und fühle mich wieder so als ganz guter, vollständiger Läufer. Nein, das passt. Ich meine, ja, Februar ist jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen stressiger, aber so mit Leben und so und Arbeit, aber nein, das klappt irgendwie ganz gut und auch wieder hin und wieder ein bisschen den Morgen für mich entdeckt und mir wieder im Morgen ein bisschen Zeit zum Laufen nehmen können. Ja. Und jetzt bin ich gerade so dabei, mir irgendwie so zieltechnisch was Genaues zu überlegen. Zwei Dinge habe ich mir schon überlegt, einfach weil sie sehr praktikabel sind. Es gibt in Wolkersdorf einen Crosslauf und einen Stadtlauf. Die möchte ich einfach machen, weil sie quasi direkt vor der Wann sind denn die? Das fragst du mich jetzt zu viel. Ich weiß nicht, eine ist 6 und andere ist 10 Kilometer lang.
Ich wollte eh schon unschuldigerweise schreiben, ob du nicht auch einfach mitmachen willst. 26. März, Wolkersdorfer Crosslauf. Genau, den. Und der andere ist im Juni irgendwann, glaube ich. Mai, Juni. Okay, irgendwann. Okay. Warte mal kurz. Ja, ich warte kurz. Ich habe irgendwann den Trainer geschrieben, ich versuche gerade die WhatsApp-Historie hinaufzuwandern, aber ich finde es gerade nicht. Du meinst diesen Schlossparklauf? Genau. Wieder? Der ist am 7.6. Nein, das ist der Nachnennungen. Am 10. Juni. Mitlaufen. Weil das haben wir in Innsbruck. Naja, da haben wir Pech. Aber ist ja wir können das aber in Innsbruck laufen. Also du ziehst da ein Wolkersdorf-T-Shirt an und wir laufen durch Innsbruck. Ja, das stimmt. Das habe ich gar nicht gecheckt. Und dann schickst du es einfach und sagst, das ist mein Zielzeit gewesen. Wo bin ich platziert? Nein, aber sowas habe ich mir für die erste Jahreshälfte, weil das sonst einfach vom Ding sind möglich ist. Solche Dinge, vielleicht auch ein bisschen Weinviertler Crosslauf Cup oder wie der heißt, reinschnuppern. Ja, das ist ganz nett. Solche Dinge. Und dann in der zweiten Hälfte vielleicht irgendwas zwischen eventuell liebäugelig so Schneeberg-Trail eventuell. Mhm. Schauen wir mal, sowas in die Richtung. Und ja, aber das motiviert mich derzeit und das geht sich gut aus, das kriege ich gut unter und das passt. Nein, es hat aber schon, was der Trainer gesagt hat, wir haben es auch mit Philipp Jordan besprochen, so das sich wieder ein Ziel vornehmen und da wieder vielleicht etwas Konkreteres auf die Straße bekommen. Genau, was man es auch gerade irgendwie deutet, Lindkogel Trail ist auch irgendwie so im Hinterkopf. Der ist auch am 26.03. Naja, ich habe mich noch nirgends angemeldet, das waren nur so lose Ideen, die ich hatte. Ja, aber wir können, egal wo wir davon antreten, also Blindkugel oder diese lokalen Läufe, wir können das eine und das andere empfehlen, weil diese Wolkersdorfer und Weinviertler Crosslauf Cups und so weiter sind ziemlich geil. Und der Lindkugel Trail ist auch ziemlich geil, also das haben wir ja auch beide schon gemacht. Ja, voll. Ich habe mich auch ein bisschen inspirieren lassen vom Run Fiction Podcast, weil die sind ja zwei Väter, die jetzt irgendwie ihr Laufding und so, und die machen halt, das machen sie im Sommer irgendwann den Swiss Alpine Trail oder wie der heißt der oder Eiger, sowas, ja. Mit 100 Kilometer, gut, das ist jetzt vielleicht eine bisschen eine längere Geschichte, aber einer von den zwei hat sogar 4 Kinder und das kriegt das unter, haben wir gedacht, das muss dann auch irgendwie gehen, wenn es nur eins hast. Das hat mich auch noch irgendwie zusätzlich ein bisschen motiviert und habe halt irgendwie so versucht, meine Ziele konkreter zu werden und einfach meinen Arsch wieder hochzubekommen. Und ich habe auch brav, bis auf ein, zwei Mal vielleicht, meine Stabi- und Kraftübungen gemacht. Oh ja. Hat mit Muskelkater angefangen und mittlerweile geht's wieder. Hat mit Muskelkater angefangen und hat mit einem Muskellöwen aufgehört. Ja. Sehr gut. Ja, nein, das mache ich jetzt immer dann am Abend. Bevor ich mich auf die Couch setze, mache ich das lieber noch und erst dann setze ich mich auf die Couch. Dann ist es, und dann komme ich auch nie wieder auf. Richtig, dann ist es weniger verlockend, sitzen zu bleiben. Das ist richtig. Ja. Das klappt ganz gut. Bin ich glücklich. Well. Dann würde ich sagen, ihr habt jetzt ein Update gekriegt, was wir jetzt da sofort vorhaben, was wir jetzt momentan zu tun. Ihr habt ein Update gekriegt, was unser großes Highlight des Frühjahrs ist. Ist das noch Frühjahr? Ja, das ist noch Frühjahr. Erste Saisonhälfte. Und ihr habt natürlich, wie ihr gehört habt, auch jetzt die Möglichkeit, uns werbefrei zu hören, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt. Und das findet wir auch ziemlich geil. Also macht's das. Ja. Es hat mich sehr gefreut. Es war wunderschön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ride on.